mit einem neuen Projekt. Irgendwas ist mit der Desktop-Audio gerade falsch. So, sollte eigentlich ganz gut funktionieren. So, mal schauen, ob nach und nach ein paar Zuschauer eintrudeln. Der Chat ist, wird auch dieses Mal angezeigt. Das heißt, ihr könnt schön was in den Chat schreiben. Und ja, genau. Ich werde dann mal meine eigene Audio ein bisschen runterschrauben, weil Davi ist viel zu laut. So, Davi ist heute auch mit dabei. Der hört mich, aber kann nichts sagen. Und wir werden heute anfangen, ein bisschen ein neues Survival-Projekt zu starten. Und wir haben einige coole Sachen. Ich bin noch im Creative, das wird sich jetzt ändern. So, und wir fangen jetzt ein neues Survival-Projekt an. Let's go, würde ich sagen. Es geht jetzt offiziell los mit Levi's Create. Ja! Ich baue ein bisschen Holz ab, denn das brauchen wir auch. Okay, Aternos hat wieder... Okay, die Blöcke gehen wieder nicht direkt weg. Aternos ist gerade überlastet. Was ich übrigens... Okay, doch nicht. Was ich übrigens mitbekommen habe... Aternos hat mehr RAM als so ein Nitrado-Server. Ne? Also, wenn man den nicht upgradet. Dann hat ein Aternos-Server, weil ein Aternos-Server hat 2000 RAM. 2000 Megabyte. Und ein Aternos, ein Nitrado-Server auf Standardtarif nur einen. Einen Gigabyte RAM. Und das ist, die Hälfte. Das heißt, Aternos hat das doppelt. Das Doppelte wie beim Standardtarif. So. Jetzt mache ich ein bisschen Planks und eine Werkbank und genau, jeder hat sein eigenes Haus, also jeder hat so seine spezielle Sache, jeder hat so seinen Außenposten und ich würde mich unten an den See setzen. Ich setze mich hier irgendwo auf die Insel oder so, also du kannst dir aussuchen, wo du hingehen willst. Ich will auf die Insel. So, und dann mache ich mir auch gleich meine automatische Obsidian-Farm, denn ich will schnellstmöglich in den Nether. So, also, hier habe ich erstmal meinen Standard-Krams, werde ich dann später noch verbessern. Wir werden mit der Mod Create Live, mit der Mod Create werden wir dann auch nochmal so einen automatischen Lift bauen. Das heißt, wir werden eine fliegende Insel machen und dann werden wir einen Lift bauen, der uns nach oben teleportiert, natürlich bewegt. Jetzt werden wir eine Redwood Chest machen. Direkt noch eine zweite. Dann werde ich mir. Wir haben übrigens auch die Storage Drawer Mod dabei. Also, falls du irgendwas verstauen willst, kannst du auch die Storage Drawer benutzen. Die haben wir auch. So, ich habe jetzt erstmal eine Kiste gemacht. Und ich würde sagen, ich kümmere mich schleunigst um Energiegewinnung. Weil wir brauchen extrem Energie. Wir brauchen auf jeden Fall Energie. Weshalb ich mich jetzt daran mache, ein Windrad zu bauen. Und zwar hier. Dafür brauche ich eine Reihe an Holz, damit ich erstmal das Windrad hochbauen kann. Das Windrad sollte innerhalb drei Blöcke Platz lassen, sodass wir dort eine Leiter und die... Chassis oder wie die auch immer heißen, diese Streben da runter zu führen. Und ich glaube, wir brauchen auch eine Menge an Eisen. Das heißt, wenn du irgendwo Eisen findest, sofort her damit. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Meine Facecam bedeckt, glaube ich, gar nichts. Das Einzige, was meine Facecam bedeckt, ist die Anzeige, was ich in der Hand habe. Und das seht ihr ja auch so. Genau. Das sollte eigentlich ganz klar gehen. So, da ist mein Holz gelandet. Wie gesagt, jeder hat so seinen eigenen Platz, wo er baut. Ich sehe schon, Davi baut da... Nee, das war eine Kuh. Wo ist denn Davi? Ach, Davi ist... Warte mal, Davi ist hier tatsächlich irgendwo. Aber wo? Ich glaube, er ist hinter der Insel irgendwo. Warte, ich sehe ihn gerade nicht. Aber auf der Minimap zeigt er an, dass er irgendwo bei der Insel ist. Davi, komm mal wieder vor. Da ist er ja, genau, ich sehe ihn. Der backt dann noch so ein bisschen rum. Wie gesagt, Aterna-Server-Qualität halt. Aber ich sehe schon Davi, Butter, was Feines. Schlägt auch eine Kuh. Gut. Wollen wir mal weitermachen? Brauche ein bisschen Holz. Ich will eine Windmühle machen. Und wenn mir jemand... paar Diamanten bezahlt, dann kann dieserjenige sogar bei mir anzapfen. Das heißt, Davi, wenn du einen Diamant findest und Strom brauchst, dann geh doch mal, dann geh doch einfach zu mir und bezahl mir den Diamanten und dann kannst du von mir Strom haben, denn wir bauen die ETP-Kraftwerke heute. In diesem wunderschönen Projekt. Ich brauche noch mehr Erde, Digga.
Aber ich mache auch schnellstmöglich eine Cobblestone-Farm, weil ich habe echt überhaupt keine Lust, die ganze Zeit wegen Cobblestone mich runterzugraben. Weißt du, wegen Erzen grabe ich mich gerne runter, aber wegen Cobblestone grabe ich mich nicht gerne runter. Deswegen mache ich mir eine automatische Cobblestone-Farm, was ja geht mit der Create-Mod. So, gib mir das Holz, danke. Man sieht, sehr schwer, glaube ich. Aber egal. Erstmal, nee, es reicht lange nicht. Brauche noch mehr von diesem Holz. Gib mir Holz. Warum kann ich nicht sprinten? Mann, meine Controls haben sich schon wieder umgelegt. Hä? Als ob Button 4 besetzt ist. Wo ist Button 4? Aha. Das legen wir mal fix um auf eine andere Taste. Denn jetzt ist hier oben Button 4 frei. Wir können übrigens jetzt, Davi, warte, wenn ich mal ganz kurz zu dir gehe. Moment, lass mich das dem mal ganz kurz zeigen. Da sind schon mal Fische, nice. Wir können uns übrigens, auch wenn wir in den Nether gehen, brauchen wir unbedingt Blazes. Weil ein Blaze im Käfig ist, glaube ich, so das beste Brennmaterial, was es gibt. Und guck mal, wenn ich dir jetzt... Davi, komm mal zu mir. Guck mal zu mir. Guck mal zu mir. Pass auf. Ich kann jetzt hier Folgendes machen. Moment. Nein, ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf. Hallo. Dafür drückst du einfach T, klickst dann auf Emotes und dann kannst du Emotes machen. Moin. Nein, Bruder. Ja, Bruder. Yeah. Okay. Nice Geschichte schon mal. Davi hat schon ein bisschen Stein abgebaut. Aber ich gehe wieder zurück und wie gesagt, Davi, wenn du einen Diamanten findest... Oh, hier ist Kelp. Ja, als ob wir haben hier Kelp. Oh mein Gott. Okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen Kelp farmen. Hier. Das Kelp. Ich brauche das ganze Kelp. Gib mir das Kelp. Das Kelp. Das Kelp. Das Kelp. Gib mir das Kelp. Das Kelp. Gib mir das Kelp. Oh oh. Meine Luft wird knapp. Aber dafür haben wir hier Kelp. Ganz viel Kelp. Ja. Kelp. Oh mein Gott. Wie nice. Ey, das ist so gut, dass wir hier direkt neben Kelp spawnen, weil Kelp ist... somit das beste Brennmaterial, was es überhaupt gibt. Hier, Davi, das ist Kelp. Diese ganzen Pflanzen, die hier wachsen. Das heißt, wenn du einen Ofen bauen möchtest, dann nimm dir einfach diese Pflanzen hier, weil die sind somit die besten Pflanzen. Also brenn diese Pflanzen im Ofen, dann hast du trockenen Kelp. Und danach kannst du mit dem trockenen Kelp einfach trockene Kelpblöcke machen und damit dann deinen Ofen anbrennen. Das ist so die beste Möglichkeit, ab der 1.13 Brennmaterial mit diesem Dried Kelp zu machen. Kelp kann man nicht essen. Was ein Wunder. Aber dafür kann man es gut für Ofen und so benutzen. Aber was ich auf jeden Fall jetzt machen möchte, ist erstmal eine automatische Cobblestone-Farm. Deswegen muss ich mal ganz kurz gucken, wie dieses Ding gemacht wird. Weil ich auch vergessen habe, wie es heißt. Deswegen muss ich hier mal kurz suchen. Hier, das hier. Das Drill. Okay, wir brauchen an das Seed Alloy... ein Andesite Cussing und ein Iron Ingot. Okay, das heißt, wir brauchen erstmal Andesite und Eisen. Okay, wir brauchen Andesite und Eisen. Das heißt, wir müssen uns gleich mal runtergraben. Und, aber erstmal fange ich mit meiner Windmühle an. Wobei, ich glaube, es bringt noch nichts, mit der Windmühle anzufangen. Weshalb ich mich jetzt erstmal runtergraben will. Ein paar Blöcken und eine Spitzhacke. Und dann... ja. Sticks. So, einmal erstmal zwei Spitzhacken. Den anderen Kram. Hier das Kelp und so lasse ich alles mal drinne. Das braucht eh keiner. Und dann mache ich mich auf. Und baue hier mal runter.
Denn man weiß es ja nie. Aber ich werde mir jetzt noch eine Schaufel machen, denn das brauche ich auch noch. So, jetzt habe ich Schaufel. Bumm. Und jetzt kann ich hier auch anfangen, runterzugraben. Es dauert hier auch ewig, bis die Blöcke weggehen. Ganz ehrlich. So eine nervige Arteonos Mistmüll. Aber egal, es geht ja. Ich weiß noch von Max, der hatte so einen Server, da war das unmöglich zu spielen, weil die Blöcke einfach die ganze Zeit wieder da sind. Da waren. Aber na gut. Ich grab weiter. Ich grab hier nämlich auch was für die Windmühle aus. Wir brauchen ein bisschen Platz für die Windmühle. Deshalb grabe ich hier ein bisschen. Den Kram hier weg. So. Schauen, was Davi macht. Tolle Kunststücke ist. Leute, das ist übrigens Server. Das heißt, wenn ihr mitbauen wollt, dann könnt ihr euch gerne anmelden. Ich whiteliste euch und dann kommt ihr direkt drauf. Mit den Mods natürlich. Die werde ich euch dann noch schicken. Aber ihr könnt mitmachen. Also wenn ihr Bock habt, dann kommt doch einfach mal vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, wir bauen jetzt erstmal für die Windmühle ein bisschen was. Weil ich brauche wirklich Strom. Und ich glaube, das Beste ist entweder das Wasserrad. Das passt hier eigentlich auch ganz gut rein. Aber ich glaube, wir werden zuerst mal eine Windmühle bauen. Weil das, glaube ich, etwas einfacher ist. Wobei, man braucht, glaube ich, noch diese... ich glaube, weiß gar nicht, was man da braucht. Wolle, glaube ich. Schokolade? Man kann Schokolade machen? In einem Eimer? Hey, wie nice. Oh, es ist dunkel. Es ist dunkel. Und wir werden definitiv nicht Timeset Night machen. Timeset Day. Wir werden die Welt so verlaufen lassen, wie sie ist. Das heißt, wenn Monster kommen oder so, einfach schlagen. So. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal mir ein bisschen ein Schwert machen. So, gib mir mal ein bisschen Kram hierher. Direkt mal zwei Schwerter. So. Egal, so wenn Monster kommen, wie gesagt, einfach kämpfen. Wir werden hier kein Timeset Day machen. So, welche Leute sind wir nicht? So. Sollten bestimmt auch gleich die ein oder anderen Zombies auch spawnen. Und sobald wir Schafe finden, müssen wir natürlich auch Betten machen, ne? Oh oh, Wasser. Das dürfen wir ja natürlich nicht. Den Kram hier wegmachen. Jetzt müssen wir genau gucken, ob hier vielleicht sich auch irgendein Skelett versteckt hat. Höre ich Bogenschüsse? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Davi da hinten Probleme hat bei sich. Sieht aber erstmal nicht so aus. Er sieht noch ganz gechillt da hinten aus. So, wir brauchen... Okay. Wir könnten auch die Erde vielleicht gebrauchen. Das weiß ich nicht. Kann ich mir dann mal zwei Schaufeln machen? Wahrscheinlich werde ich jetzt hier getrappt, während ich mir Sachen crafte. Aber erstmal, es sieht noch gut aus, tatsächlich monstermäßig.